dann nochmal einen schönen guten Abend zum heutigen Chartwebinar am 9. Mai. Wonnemonat Mai lässt grüßen. Bei den Temperaturen da draußen geht es auch langsam aufwärts. Es wird immer grüner und auch grüne Vorzeichen sehen wir beim DAX. Heute mal wieder, wo Wunder, ein Rekordhoch. 12.783 Punkten ist jetzt im Augenblick mal das Top, lasse ich mal so stehen, ist schon mal eine ziemliche Ansage in Richtung, dass wir auch vielleicht 13.000 mal sehen könnten. Möchte man nicht ganz ausschließen, einige haben sie schon sogar für diese Woche auf dem Radar. Ob das jetzt schon in diesen Tagen passieren wird oder nicht, kann keiner wirklich seriös beantworten, das ist offen. Aber wir wollen uns natürlich mit verschiedenen einzelnen Signalen auseinandersetzen, die man jetzt auch mal so abseits dieser ganzen, ja, meisten schwerpunktmäßigen Berichterstattung sich darauf konzentriert. Wir hatten jetzt die Frankreich-Wahlen gehabt, da können wir einen Haken dran machen, alles gut gelaufen. Aber es gibt natürlich noch viele weitere Beobachtungen, Märkte, die man jetzt im Augenblick verstärkt verfolgen sollte. Wir werden uns heute mal mit allen wesentlichen großen Basiswerten auseinandersetzen. Dazu gehört natürlich Gold, Öl, Euro, Dollar, Industriemetalle, S&P 500 natürlich, ein bisschen abgemischt das Ganze mit der Berichtssaison. Gucken uns ein paar Einzelwerte an, die ich hier mal beispielhaft herausgegriffen habe. Und natürlich wie immer auch die Stimmungsumfrage. Und da würde ich auch sagen, bevor ich gleich schon mal die Ayando-Oberfläche hereinhole, schon mal einen Blick, wie ihr denn den Markt im Augenblick einschätzt. Ich starte mal mit der Umfrage, wie immer natürlich vollkommen anonym. Und in der vergangenen Woche war es ja auch sehr gut gewesen. 63% von euch hatten gesagt, der DAX legt zu. Es waren rund 241 Punkte gewesen, die wir so im Wochenvergleich draufgesattelt haben. Also richtige Einschätzung hier vom Panel, was die Markteinschätzung für den DAX angeht. Und wollen wir mal schauen, wie das in der nächsten Woche ist. Jetzt gucke ich schon mal gerade in die ganzen Fragen rein, die reingekommen sind. ziemlich schwierige Fragen sogar. Wo könnte der DAX Ende 2017 stehen und was wäre so ein maximales Korrekturziel nach unten, nach oben? Gut, nehme ich mal mit auf den Notizblock für heute Abend, dass wir uns auch mit dem DAX nochmal schwerpunktmäßig beschäftigen. Aber es ist natürlich schwierig, da schon mal, das schon mal gleich vorweg, hier irgendeine feste Marke herauszugeben. Die Banken, die müssen das machen immer in ihrem Jahresausblick, manchmal noch auf halbjährlicher Basis. Dafür werden die Jungs bezahlt. Aber ich kann euch sagen, die haben auch keine Kristallkugel bei sich auf dem Schreibtisch stehen. Die wissen es überhaupt nicht. Da werden so ein paar Daten zusammengemischt. Und naja, man nimmt dann einfach mal so 5 bis 8%, also so das, was man im jährlichen Durchschnitt erwarten kann, sattelt man mal oben drauf und so werden eigentlich immer die Kursziele für die kommenden 12 Monate bestimmt. Das funktioniert sehr gut an den Aktienmärkten, bei den Devisen nimmt man das ein bisschen weniger, sieht man das, aber vor allen Dingen so bei den Dividendenwerten bzw. Aktienindizes, da wird das eigentlich gang und gäbe so gemacht, dass man einfach mal 8% Pi mal Daumen drauf gibt und dann liegt man auch immer sehr schön so im Konsens und ist auch nicht irgendwie ein größerer Ausreißer, denn naja, man muss sich auch immer vor dem Chef noch rechtfertigen, dass er mit seiner Prognose halbwegs richtig gelegen hat. So, bevor ich gleich zum Sentimentergebnis komme, hier nochmal der Blick eben auf den DAX. Wie wir es gesehen haben, erhöhte Dynamik seit der Frankreich-Wahl, also hier seit dem 21. Geht es doch sehr deutlich nach oben. Zwei kräftige Anstiege, Konsolidierungsphase und dann noch einmal ein dynamischer Anstieg jetzt zuletzt nach oben, nachdem wir ja dann wirklich die Fakten aus Frankreich auch tatsächlich vorgelegt haben. Am Montag war es ja dann endlich soweit gewesen, dass Emmanuel Macron auch, beziehungsweise am Sonntag, dass das jetzt dann auch tatsächlich der Fall ist, dass er der neue französische Präsident wird. Und jetzt müssen wir mal gucken, was er denn dann auch tatsächlich bewegen kann. Das ist die andere Frage. Was wir hier gesehen haben, so ein bisschen Gewinnmitnahme, ne? Buy the rumor, sell the fact oder sell the news, je nachdem wie man möchte. Ihr seht es hier, so ein bisschen sind wir zurückgekommen, jetzt mal ausgehend vom jüngsten Hoch, aber das ist natürlich noch nicht viel, das sind ja auch Indikationen mit drin. Also der Markt weiterhin sehr stabil unterwegs, muss man einfach sagen.
Was aber auch interessant ist, und da komme ich gleich dann auch noch detaillierter drauf zu sprechen, ist zum Beispiel hier so ein Devisenpaar wie Australdollar gegen US-Dollar. Ziemlich exotisch. Viele von euch werden sagen, was interessiert mich das, was da der Australdollar denn eigentlich macht? Naja, der ist halt schon wichtig, denn der Australdollar ist letztlich ein Spiegelbild wiederum für die Nachfrage, für das Wirtschaftswachstum in China. Und da haben wir ja zuletzt doch gerade was die Import- und Exportdaten betrifft, einige Enttäuschungen auch erlebt, lag unter den Prognosen. Und die Industriemetalle bereiten im Augenblick Sorgen. Das sieht man so noch nicht und da hört man auch noch relativ wenig von auf den einschlägigen Börsenseiten. Aber wenn man sich die Charts mal anschaut, dann sieht man schon sehr deutlich, Achtung, da geht es richtig rund. Das ist nicht nur der Ölpreis, der in den vergangenen sagen wir mal, 2 Wochen doch deutlich unter Druck gekommen ist, sondern das Ganze springt auch schon seit, ist auch schon relativ deutlich jetzt bei den Industriemetallen zu beobachten. Also Kupfer, Nickel, nur mal 2 Beispiele zu nennen, drehen doch hier deutlich nach unten und reagieren eben schon auf einige kleinere Warnsignale, die wir aus China bekommen. Und da gucken wir gleich auch drauf. Und das beeinflusst natürlich hier auch so ein Währungspaar, Australdollar gegen US-Dollar. Warum zeige ich den euch? Naja, ist ganz einfach. Wenn man jetzt sich nicht jeden Tag die Mühe machen möchte und alle Industriemetalle verfolgen will, sondern einfach einen schnellen Überblick haben möchte, wie ist im Augenblick die Markteinschätzung zum Thema China, Konjunkturentwicklung in China, dann bietet es sich einfach an, den Australdollar zu beobachten, weil der letztlich ja alle Informationen sammelt, ne? Denn China ist für Australien ein sehr, sehr wichtiger Handelspartner, was eben gerade diese Rohstoffe, die Industriemetalle angeht. Und wenn es da mit der Konjunktur nicht ganz so rund läuft, dann sieht man das eben auch sehr deutlich hier schon im Australdollar. Ja, die Bewegung hier also schon mal ein erstes Hinweis, wo man jetzt mal drauf zu achten hat. Lithium komme ich gleich nicht drauf zu sprechen. Exotischer Einwurf hier. Danke, aber ich werde mal gleich nur auf die klassischen Rohstoffe achten. Gucken wir mal eben hier auf das Sentimentergebnis. Dann trage ich die Daten auch mal ein. Also, wo steht der DAX am 16. Mai, am kommenden Dienstag zum nächsten Chart-Webinar? 44% von euch sagen, der steht höher. 56% entsprechend natürlich, der DAX steht tiefer. Zuletzt, wie gesagt, richtige Einschätzung des Marktes und ja, kleine Mehrheit geht im Augenblick davon aus, dass wir also eher fallende Märkte sehen werden. Gucken wir uns mal an, was auf der anderen Seite des Atlantiks los ist. Es passiert nicht so viel. Muss ich euch leider enttäuschen. USA-Profis ja, halten noch ihre optimistische Einschätzung, was die amerikanischen Aktienmärkte angeht, haben allerdings auch schon ein bisschen Kapital abgezogen. Zeige ich euch auch gleich eine interessante Grafik zu. Es ist nach wie vor relativ hoher Optimismus vorhanden, der allerdings schon längst nicht mehr durch die Konjunkturdaten untermauert wird. Also zum Beispiel Economic Surprise Index, also der Konjunkturindex der Überraschungen. Wie stark haben die Konjunkturdaten letztlich über den Prognosen gelegen? Das ist ja letztlich der Citigroup Economic Surprise Index und der ist jetzt schon doch relativ deutlich gefallen. Das sieht man ja auch, wenn man sich zum Beispiel die US-Arbeitsmarktdaten von zuletzt anschaut. Eigentlich sehr gut, sehr robust. Im April 211.000 neue Jobs geschaffen, Arbeitslosenquote 4,4%. Aber hey, die Wochenlöhne sind nur um 2,5% gestiegen. 2,5% in einem Land, wo eigentlich Vollbeschäftigung herrscht, wirft einige Fragen auf, ne? Denn die Inflationsrate liegt in den USA bei 2,4%. Das heißt, obwohl der amerikanische Arbeitsmarkt eigentlich richtig brummen sollte, können die Arbeitnehmer noch nicht mal einen Inflationsausgleich durchsetzen. Erweckt irgendwie ein paar Fragezeichen auf, ne? Ganz zu schweigen natürlich davon, dass diese gesamte, ich sag mal, Stabilisierung der amerikanischen Wirtschaft sowieso ja nur auf den massiven Liquiditätsspritzen der amerikanischen Notenbank resultiert, also die Minizinsen letztlich die Konjunktur ja anfachen sollen. Und ja, was hat der Staat, die privaten Haushalte, Unternehmen gemacht? Haben sich natürlich verschuldet und trotz der Minizinsen müssen die USA pro Jahr 500 Milliarden Dollar allein für Zinszahlungen ausgeben. Von Tilgung hat hier noch niemand gesprochen, also schon eine ziemlich heiße Kiste, die hier gefahren wird. Bei den Privatanlegern seht ihr ebenfalls hier keine großen Veränderungen, müssen wir jetzt nicht sehr stark mehr darauf eingehen. Also insgesamt das Sentiment-Betrachtung hier noch Optimismus vorhanden.
Es ist allerdings jetzt so, dass wir hier keine Extremausprägung haben, auch nicht bei den Kleinanlegern. Und so eine, ja, ich sag mal, neutrale Stimmungsumfragen geben eigentlich keinen richtigen Hinweis, wohin im Augenblick die Tendenz geht. Ja. Sentimentumfragen funktionieren einfach immer dann sehr gut, wenn hier wirklich ja, extreme Ausprägungen vorliegen, also hoher Optimismus, Euphorie eigentlich oder ganz große Panik. Ja, das zeigen jetzt zumindest mal diese beiden Sentimentumfragen hier nicht. Gut, Termine können wir eigentlich auch relativ schnell abhaken. Ich habe hier die Liste nochmal aktualisiert. Ich gucke gerade wieder in die Fragenbox rein. Also, ihr macht da wirklich sehr viel Gebrauch von. Nee. Nochmal eine Frage zum DAX. Gehe ich gleich drauf ein, ob man amerikanische Indizes verkaufen sollte, zumindest mal Teilgewinnmitnahmen vornehmen. Das schlage ich im Augenblick vor oder eben entsprechend absichern. Auch da komme ich gleich noch drauf zu sprechen, warum sich jetzt zum Beispiel eben gerade Optionsscheine auch anbieten. Aber natürlich könnt ihr das auch mit CFDs hier bei Yondo sehr gut machen. Aber gehen wir nochmal eben hier in die Folie rein. Termine für 2017, nehmen wir mal so zur groben Orientierung. Wir haben jetzt hier am 7. Mai Präsidentschaftswahlen zweite Runde abgehakt. Die EZB-Sitzung am 8. Juni, der nächste Termin, der ansteht. Da wird nichts Großartiges erwartet. Dann kommen wieder ein bisschen politische Börsen rein. Parlamentswahlen in Great Britain. Ebenfalls am 11. Juni in Frankreich wieder, die FED-Sitzung am 14. Juni, sehr wahrscheinlich mit einer Zinserhöhung. Die Wahrscheinlichkeit ist im Augenblick bei rund 85 bis 90%, damit eigentlich schon eingepreist. Zweite Wahlrunde in Frankreich dann nochmal am 18. Juni. Also merkt euch das, Mitte Juni wird es nochmal etwas unruhiger, was ein bisschen die politischen Börsen dann geschuldet ist. Gut, gucken wir uns mal den ersten größeren, ich sag mal, Basiswert an. Euro, US-Dollar natürlich. Jetzt im Augenblick auch in aller Munde, weil wir ja, zunächst einmal am Montagmorgen doch eine sehr freundliche Reaktion noch gesehen haben im asiatischen Handel. Haben wir im Top so die 1,1023 mal aufgerufen und damit hier exakt die Obergrenze dieses Aufwärtskanals getroffen und damit auch bestätigt. Das ist wichtig. Von der sind wir abgeprallt. Ja, und laufen jetzt hier unten den Zielbereich bei rund 1,08, 1,0830 an. Ich hatte das so auch als Ziel ausgegeben im Frankreich-Spezialwebinar bei Yondo am Montagmorgen, dass wir hier zumindest mal wieder die 200-Tage-Linie anlaufen sollten. Das passiert im Augenblick auch. Grund dafür, naja, man sucht sich jetzt immer irgendeinen Grund, den gibt es eigentlich so richtig nicht. Steigende Zinserwartungen in den USA, in Europa wird erstmal nichts passieren. Risiken in Europa gehen einfach mal raus. Das war ja jetzt hier auch jetzt nicht so eine Bewegung. Naja, es ist das passiert, was alle erwartet hatten, nämlich dass sich Macron durchsetzt. So, wichtig zu wissen einfach, der Dollarindex ist ja ein Währungskorb gegenüber sechs großen wichtigen Währungen. Ich habe ihn hier mal aufgerufen. Dieser Dollarindex, der steht im Augenblick an einer wichtigen Unterstützung bei rund 98 bis 99 Punkten. Das seht ihr hier mit der blau gestrichelten Linie. Das heißt, der Dollar insgesamt ist im Augenblick eigentlich relativ gut unterstützt. Ja, und es ist davon auszugehen, dass wir eine bevorstehende Dollarstärke zumindest mal sehen. Wenn man sich das Ganze saisonal betrachtet, dann ist sogar jetzt die beste Phase des Dollarindex steht jetzt bevor. Die läuft von Anfang Mai bis Anfang Juli, also der Mai durch, der Juni durch. Das ist saisonal meistens von Dollarstärke gekennzeichnet und das würde eben auch hier im Augenblick zum Gesamtbild passen, dass hier der Dollarindex diese Unterstützung bestätigt. Und es würde einhergehen damit, dass wir hier beim Euro-US-Dollar mindestens mal in Richtung 1,08 laufen. Ich erwarte eigentlich sogar einen Rücklauf zunächst einmal noch an die Unterseite dieses Aufwärtskanals, hier diese grün gestrichelten Linien. Also ein Test der Region nochmal bei rund 1,0650, 1,07 kann ich mir sehr gut vorstellen. Und von diesem Niveau ausgehend sollte es dann noch einmal zu einer zweiten Aufwärtsbewegung im Sommer kommen. Ich bleibe nach wie vor davon überzeugt, dass wir auch den Euro-US-Dollar nochmal im Bereich der 1,11 sehen. 1,13, 1,14 könnten auch möglich sein, aber da wird es dann wiederum schwierig, ob die EZB auch mitspielt. Denn die EZB hat natürlich kein Interesse an einem starken Euro, denn sie schwächt natürlich die Exportchancen der europäischen Unternehmen, vor allen Dingen auch der stark auf den Export ausgerichteten deutschen Unternehmen.
Auf der anderen Seite hat natürlich die amerikanische Notenbank ein Interesse an einem starken Dollar. Das heißt also, spätestens hier im Bereich der 1,04, 1,05 wird wiederum die Fed nervös und redet den Dollar schwach. Und natürlich kommt dann auch noch Donald Trump dazu, denn auch er hat inzwischen ja gemerkt, dass ein starker Dollar nun wirklich nicht im Interesse der Amerikaner sein kann. Das ist also wirklich sehr wichtig zu wissen, wenn man hier sich mit den Devisenmärkten auseinandersetzt. So, auf der einen Seite, wie gesagt, hier Euro, US-Dollar. Ich erwarte jetzt erst einmal eine Dollarstärke. Und eine Dollarstärke, ja, wie passt das denn eigentlich zusammen mit der Entwicklung auf den Rohstoffmärkten? Und da ziehe ich jetzt mal hier so ein bisschen oder spanne ich den Bogen rüber zu den Rohstoffen von den Devisenmärkten. Es gibt ja so einige kleine, ich sag mal, Marktgesetze, die ja so lauten, die wichtigsten Rohstoffe werden ja auf den Weltmärkten in Dollar abgerechnet. Das heißt also, ein starker Dollar führt dann tendenziell dazu, dass die Nachfrage nach diesen Rohstoffen zurückgeht, also zum Beispiel nach Öl oder auch Gold. Und ein schwacher Dollar begünstigt natürlich die Nachfrage. Jetzt haben wir zuletzt hier, ich habe das mal in Rot dargestellt, das ist Euro, US-Dollar. Ihr seht hier hinten, das ist die entscheidende Entwicklung eigentlich. Hier die Euro-Stärke gesehen, ja, und Dollar-Schwäche damit einhergehend. Und jetzt müsste man eigentlich erwarten, naja, eine Dollar-Schwäche dürfte zu steigenden Preisen am Ölmarkt führen. Aber genau das haben wir eben nicht gesehen, sondern sogar einen kraftigen Absturz hier unten beim Ölpreis. Jetzt stellt sich einfach die Frage, da dieses Gesetz hier eigentlich schon sehr lange besteht, solche divergenten Entwicklungen, das heißt also ein steigender Euro und gleichzeitig ein fallender Ölpreis, ist eigentlich nicht normal. Ja? Und das ist jetzt eine sehr interessante Ausgangslage hier, diese divergente Entwicklung, fallender Ölpreis, fallender Dollar, passt eigentlich nicht zusammen. Und irgendetwas muss jetzt hier zusammenlaufen. Davon kann man eigentlich ausgehen. Also, entweder dreht der Ölpreis wieder nach oben und lässt so dem Euro-Dollar Luft für eine Fortsetzung des Anstiegs. Oder alternativ, der Ölpreis fällt weiter zurück und zieht damit auch Euro-US-Dollar letztlich nach unten. Eine ganz spannende Ausgangslage im Augenblick. Und da lohnt es sich natürlich dann auch, den Ölpreis mal ein bisschen genauer zu durchleuchten. Gibt ja jetzt auch wieder einige Schlagzeilen auf den großen Internetportalen. Ölpreis ist wieder unter die 50-Dollar-Marke gefallen. Hier diese Schwelle wird so ein bisschen natürlich auch psychologisch begründet, aber nicht nur, denn wichtig zu wissen natürlich, im November vergangenen Jahres, ihr erinnert euch sicherlich daran, da hatten wir ja die OPEC-Konferenz gehabt. Und die OPEC-Jungs und auch einige Nicht-OPEC-Länder haben vereinbart, dass man eine Förderbegrenzung durchsetzt und die wurde auch tatsächlich sehr gut umgesetzt mit einer Erfolgsquote von ungefähr 85%. Und das führte eben dazu, mit dieser Förderbegrenzung, auf die man sich hier geeinigt hat, dass der Ölpreis relativ zügig dann in den Folgewochen hier angestiegen ist, ausgehend von so 48, 49 Dollar in den Bereich 57, 58 Dollar. Ja. Das hat also gewirkt, dieser Beschluss der OPEC und der Nicht-OPEC-Länder. So, und jetzt haben wir hier oben dann eine Seitwärtsbewegung gesehen. Der Ölpreis pendelte sich hier ein in seiner Range und fiel zuletzt wieder deutlich zurück. Jetzt ist natürlich die OPEC wieder unter Zugzwang, denn es besteht natürlich die Gefahr, dass der Ölpreis wieder nach unten durchrutscht. Und naja, für den Hintergrund, im Juni laufen jetzt eigentlich diese vereinbarten Produktionskürzungen der OPEC und der Nicht-OPEC-Länder aus. Und jetzt ist die Frage, kommt es zu einer Verlängerung? Passend dazu gibt es ja auch schon bald den Termin. Am 25. Mai ist das nächste Treffen angesetzt. Und es verdichten sich jetzt doch die Hinweise, dass wichtige Ölförderländer, also gerade hier die beiden wichtigsten, das wären dann Saudi-Arabien und Russland, sich darauf verständigen, dass man eben diese Förderbegrenzung zumindest mal bis zum Jahresende fortsetzen wird. Vielleicht sogar auch noch Anfang 2018 beibehalten wird und auch diese Begrenzung sogar noch etwas stärker anschraubt. Ja, das heißt also, dass die OPEC und die Nicht-OPEC-Länder weniger Öl auf den Weltmärkten anbieten werden, damit das Angebot künstlich verknappen, um so eben auch den Angebotsüberschuss rauszunehmen und zu einer Ölpreisstabilisierung herbeizuführen. Das ist im Augenblick noch nicht in trockenen Tüchern, da wird jetzt natürlich hinter verschlossenen Türen noch drüber gestritten, aber ich könnte mir durchaus vorstellen, dass wir wieder so eine ähnliche Situation erleben wie im November vergangenen Jahres. Also hier war ja das OPEC-Treffen gewesen. Die ganzen Gewinne, die es seitdem gegeben hat, sind wieder
verloren gegangen und wir sind jetzt wieder auf einem ähnlichen Preisniveau angekommen mit einer ganz ähnlichen Ausgangslage. Ja. OPEC, Nicht-OPEC-Länder müssen jetzt wieder was liefern und ich gehe davon aus, dass sie wieder nachlegen werden, zumindest mal bis zum Jahresende weitere Kürzungen vereinbaren werden und der Ölpreis dann in den kommenden Wochen sich wieder hier oben in Richtung rund ja, sagen wir mal 55 bis maximal 58 Dollar bewegen sollte. Ein Ausbruch darüber hinaus kommt gerade schon die Frage, sehe ich nach wie vor nicht. Das heißt, der Ölpreis ist für mich weiterhin hier oben gedeckelt. Also so ab 58, 59 Dollar dürfte Schluss sein. Grund ist ganz einfach. Erstens mal, man weiß nicht, ob sich denn jetzt auch alle Ölförderländer, also OPEC und Nicht-OPEC-Länder, an der neuen Vereinbarung überhaupt auch halten werden. Also wie hoch die Umsetzungsquote ist. Viel wichtiger aber natürlich die US-Schieferölindustrie. Ja, je weiter der Preis und der Ölpreis steigt, desto größer natürlich die Anreize für die Amerikaner, die Förderung weiter auszuweiten. Und das ist eben so, dass hier gerade auch die Kosten zuletzt massiv gesunken sind, zum Beispiel für die Fracking-Industrie. Das ist wesentlich einfacher jetzt auch schon ja, mit geringeren Ölpreisen profitabel zu arbeiten. Und man kann eben davon ausgehen, Schätzungen zufolge, dass die US-Ölfördermenge auf mehr als 10,7 Millionen pro Tag kommen. Steigen könnte, wenn der Preis bei rund 60 Dollar liegt. Führt eben einfach dazu, dass immer mehr Bohrlöcher wieder reaktiviert werden oder überhaupt sogar auch danach gebohrt wird, weil natürlich je höher der Preis auf den Weltmärkten ist, desto lukrativer ist es letztlich für die Fracking-Industrie hier auch schwarzes Gold aus dem amerikanischen Boden rauszuholen. Und das begrenzt einfach hier oben die Fantasie beim Ölpreis. Das ist ganz wichtig zu wissen, deshalb gehe ich davon aus, der Ölpreis ist nach wie vor gedeckelt, aber mit entsprechenden Hebelprodukten, zum Beispiel über CFDs, ist hier natürlich so ein Gewinnpotenzial von rund 15 bis, sagen wir mal, 19% eine sehr attraktive Ausgangslage, denn man kann hier natürlich zum Beispiel solche Long-Positionen, die ein bisschen antizyklisch ausgerichtet sind, zugegebenermaßen eng absichern mit einem Stopp so unterhalb von 46 oder meinetwegen auch noch unterhalb von 43. Und das ergibt dann immer noch ein sehr attraktives Chance-Risiko-Verhältnis und ist daher sehr interessant. Also achtet darauf, 25. Mai OPEC-Treffen. Da muss man auf jeden Fall einen Blick drauf haben. Da kommt da gerade noch eine Frage, wie ich zwei Liniencharts übereinander lege. Das ist relativ einfach. Also löschen wir hier einfach mal Euro, US-Dollar raus, geben hier oben in Indikatorensuche Euro, US-Dollar rein. So, dann bekomme ich hier hoffentlich auch die Trefferliste angezeigt. Genau, Devisen, Euro, US-Dollar einfügen in das Feld. So, dann ist hier unten Euro, US-Dollar drin. Dann muss man einfach nur die linke Maustaste hochziehen, zack. Dann hat man zwei Charts miteinander und kann natürlich dann auswählen, ob das Ganze ein Linienchart, Balkenchart oder was auch immer für ein Chart ist. Genau, das ist noch das alte Trade Signal Online Charting, was ich hier verwende, weil ich einfach, ich muss sagen, ich bin Gewohnheitstier und ich komme damit wesentlich besser zurecht als mit dem neuen Charting. Das ist einfach der springende Punkt. Aber irgendwann, ich glaube Ende Juni, muss man sich sowieso umgestellt haben. Und ja, bis dahin muss ich mich nochmal mit dem neuen Charting beschäftigen. So, das mal dazu und das zum Ölpreis. Euro, US-Dollar haben wir auch schon abgehakt. Aber wie ist es so, ne? Alle neuen Sachen und irgendwelchen Updates und Relaunch-Sachen sind eigentlich sowieso meistens schlechter als zuvor. So ist das. Ja, warum das so ist, ich weiß es auch nicht, aber ist leider die bittere Realität. So, kommen wir mal zu einem anderen Punkt zu sprechen und damit spanne ich jetzt ein bisschen den Bogen weiter von den Rohstoffen zu den Industriemetallen und da möchte ich auch einen Blick drauf werfen. Ihr seht hier den Index der Industriemetalle hier oben abgebildet, hier unten drunter den S&P 500. Sieht man auf einen Blick, ein relativ hoher Gleichlauf ist hier gegeben, ja, eine hohe Korrelation kann man sagen. Und jetzt haben wir hier so ein Problem, auf das ich zu sprechen kommen möchte, denn die Industriemetalle verlieren doch langsam an Boden. Die befinden sich sogar schon in einem Abwärtskanal. Die haben hier Top ausgebildet, so Mitte Februar. Und seitdem ist der Index ganz klar im Rückwärtsgang. Also der Index selbst hat sogar schon rund 10% verloren. Während gleichzeitig, naja, der amerikanische Aktienmarkt zumindest mal noch seitwärts läuft. Aber auch die US-Jungs merken offenbar, hier stimmt irgendwas nicht mehr bei den Industriemetallen. Das heißt letztlich, ja, das Barometer für die Weltkonjunktur spielt nicht mehr so richtig mit.
Und da geht der Blick natürlich dann weiter rüber nach China, hatte ich ja gerade eben schon angesprochen, Australdollar gegenüber US-Dollar. China schwächelt im Augenblick. Die jüngsten Daten deuten ein bisschen auf Wachstumsprobleme hin. Die Exporte sind im April um 8% gestiegen, da hatte man deutlich mehr erwartet. 11%, die Importe sind um 12% gestiegen, erwartet wurden 18%. Das heißt, beide Kennzahlen lagen unter den Prognosen und ja, es gab weniger Exportwachstum als Importwachstum. Auch das natürlich ein kleines Warnsignal. Ölimporte sind ebenfalls um 16% gefallen und das ist das Ergebnis hier. Das ist der Shanghai A-Index, also für die chinesischen A-Aktien. Ihr seht es, auch dieser Index hat die Rallye der vergangenen Wochen an den Märkten überhaupt nicht mehr mitgemacht. Wir sind sogar schon unter die 200-Tage-Linie jetzt gefallen und hier droht zumindest mal so ein bisschen, naja, Anzeichen eines kleinen Doppeltops, was wir hier ausbilden könnten. Also die chinesischen Aktien stehen schon unter Druck. Ihr habt es vielleicht auch mitbekommen, Immobilienpreise fallen kräftig schon in China. Da muss man einen Blick drauf haben. Das ist einfach ja, in den Rohstoffen, in der Industrie, Metallen sieht man schon sehr deutlich. Das ist im Augenblick noch nicht dramatisch, was sich hier abzeichnet, aber es sind erste Tendenzen. Es sind ungewohnte Schwächesignale, die eigentlich in einer Weltwirtschaft, die rund läuft oder Konjunkturmotor richtig gut ja, im Schwung ist, darf es sowas eigentlich nicht geben. Und da muss man gerade in China doch aufpassen, dass sich diese Situation nicht weiter verschärft. Ansonsten sehen wir hier neue Schwächesignale, 3190, Ziele dann 3080, 2900 könnten dann sehr schnell aufgerufen werden. Kupferpreis, damit schließen wir die Rohstoffe dann auch endgültig ab. Seht es hier auch ein Schwächesignal, was wir jetzt gesehen haben, mit dem Rückfall unter die 5600er Marke. Die Korrektur läuft immer weiter. Wir könnten jetzt hier auch wieder unter die 200-Tage-Linie fallen. Das ist der korrespondierende 40-Wochen-Durchschnitt. Und das wäre dann auch so ein kleines weiteres Mosaikpuzzle, wo man sagt, naja, Kupfer als wichtiger Konjunkturbarometer neigt dann auch schon deutlicher zur Schwäche. Also habt da ein Auge drauf, was die Industriemetalle machen. Die wichtigsten Industriemetalle liegen seit Jahresbeginn schon im Minus. Ja, das ist also wirklich schon ja, in einem Markt, der immer weiter, gerade die Aktienmärkte Rekorde ausgebildet haben, passt das nicht mehr so ganz zusammen. Muss man also aufpassen. Gut, kommen wir dann zum amerikanischen Aktienmarkt rüber. Hatte ich ja gerade eben mit dem S&P schon angesprochen. Schauen wir uns mal an, etwas ungewohnter Blick mal auf die einzelnen Branchen in den USA. Die Finanzwerte konsolidieren ebenfalls schon weiter, ne, seitwärts. Guckt euch die großen Banken an, eine Citi, eine JP Morgan, Morgan Stanley. Die Charts sehen genauso aus wie hier dieser Liniencharts auf Jahresbasis eigentlich seit Anfang Dezember passiert da nicht mehr viel. Wir hatten nochmal einen Sprung nach oben, eine deutlichere Korrektur danach und jetzt pendeln wir seitwärts. Heißt, Bankaktien laufen auch nicht mehr so richtig. Ja, muss man aufpassen. Was läuft noch richtig gut? Technologieaktien sind gefragt. Das zeigt hier diese violette Linie an. Seit Jahresbeginn ja, haben wir jetzt hier schon 12% gut zugelegt. Liegt ganz einfach natürlich an den Schwergewichten auch bei den Technologieaktien Apple, Alphabet, Facebook, Netflix, wie sie alle heißen, diese Schwergewichte, die sorgen vor allem dafür, dass die Technologieaktien noch sehr gut laufen, dass sie so ein bisschen sogar ja, eine eigene Aufwärtsdynamik noch haben. Die entwickeln sich als Bestes. Ansonsten haben wir hier Energieaktien auch deutlich schon unter Druck. Spiegelbild eben des fallenden Ölpreises, was ich euch gerade eben gezeigt hatte. Und hier ist eben die enge Verknüpfung. Ja. Energieaktien minus 11% seit Jahresbeginn. Nochmal hier zum Vergleich: Technologieaktien 12,5% hoch. Finanzwerte pendeln nur noch seitwärts im Augenblick. Also ganz interessant, was sich hier auch in den einzelnen Sektoren schon tut. Telekom-Werte ebenfalls eher seitwärts gerichtet. Ja, Gesundheitsaktien hier mal in Blau dargestellt, kann ich auch noch mit reinholen. Pendeln auch so ein bisschen auf einem erhöhten Niveau jetzt seitwärts, zählen aber noch insgesamt zum stärksten Index. Wenn ihr euch das auch mal anschauen wollt, finde ich eine sehr gute Seite hier. Sektor-Performance, ich stelle euch das Ganze noch in den Chat rein. Dann könnt ihr euch das auch noch mal zu Hause zu Gemüte führen. Zack, so, im Chatprotokoll ist es drin. Sehr schöne Übersicht. Genau, kam auch schon die Frage nach dem Link.
Da kann man wirklich mal sehr schnell den Aktienmarkt in den USA auch ja, analysieren, welche Branchen laufen denn eigentlich und welche nicht. Gucken wir zum S&P 500. Läuft der? Ja, wir kämpfen so ein bisschen hier mit der Rekordmarke 2400 Punkte aufgerufen. Das, was wir hier sehen in den vergangenen zwei, drei Tagen, ist kein richtiger Ausbruch. Ne? Schaut euch das mal an. Hier unten das Handelsvolumen deutlich zurückgegangen. Das passt nicht dazu. Ne? Wenn jetzt hier wirklich die Leute darauf Vertrauen hätten, dass die Kurse wirklich auch weiter steigen und die Rallye hier nicht eine Verschnaufpause in Form dieser Konsolidierungsbewegung eingelegt hat, dann müsste es hier eigentlich einen Ausbruch geben, eine lange weiße Kerze mit Ausbruch, Durchstoß der 2400er Marke, Anschlussgewinne 2410 und steigendem Handelsvolumen. Das wäre so ein bisschen das Idealszenario. Das sehen wir hier im Augenblick nicht. Kaum einer traut sich hier so richtig in den Markt rein. Das heißt also, selbst diese Verschnaufpause hier seit Ende Februar hat noch nicht so richtig zu einem attraktiven Ausgangslage und Bewertungsniveau geführt. Hier ist also noch sehr viel Zurückhaltung drin. Und das ist auch so ein bisschen verständlich, wenn man sich zum Beispiel mal die Volatilität anschaut. Hier zum Beispiel über den VIX. Das ist ja die amerikanische Volatilitätsbarometer. Der ist zuletzt auf 9,77 Punkte gefallen. Geringste Niveau seit 1993. Zur Erinnerung, 1993, ich glaube, da kam die erste Ausgabe von Jurassic Park raus, der Film, wer ihn gesehen hat, also schon verdammt lange her. Eine solch geringe Volatilität haben wir im Augenblick. Das heißt, es ist eine enorm große Sorglosigkeit an den US-Märkten gegeben. Ja, kaum einer rechnet mit irgendeiner Korrektur, sondern naja, wir werden schon weiter nach oben laufen. Es ist jetzt nicht so, wenn man sich jetzt das Ganze auch mal statistisch auswertet, viele sagen jetzt, naja, ganz geringe Volatilität, Sorglosigkeit kann eigentlich nur bedeuten, die Märkte brechen dann danach ein oder es kommt zumindest mal zu einer Kurskorrektur, zu einer Konsolidierung. Das ist nicht zwingend gegeben. Ja? Also wenn man jetzt mal hier ein paar statistische Auswertungen macht, ist es tatsächlich so, dass der S&P 500 in der Mehrzahl der Fälle zwei bis drei Monate, nachdem er unter die 10-Punkte-Marke gefallen ist, sogar höher stand. Also man kann es nicht gleichsetzen, VIX bei 10 Punkten, geringe Sorglosigkeit, also kommt es zu einer scharfen Marktkorrektur. So einfach ist die Börse leider nicht. Es zeigt nur so ein bisschen an, naja, es werden offenbar keine Risiken mehr gesehen. Und wenn das Überhand nimmt, muss man zumindest mal, sollte man zumindest mal meiner Meinung nach sein Depot adjustieren. Das heißt, Gewinne realisieren, Buchgewinne realisieren oder zumindest den Buchgewinnen entsprechende Shortpapiere gegenüberstellen. Also, wenn die Volatilität so tief ist wie jetzt, dann sind natürlich Put-Optionsscheine spottbillig. Gibt es im Augenblick wirklich im Supermarkt zu Tiefstpreisen. Und da heißt es dann einfach mal auch Long-Positionen, ein paar Put-Positionen beimischen, um hier so ein bisschen auch ja, vorbereitet zu sein. Denn sollte es jetzt tatsächlich zu einer Korrektur am Markt kommen, dann profitiere ich ja mit dem Put-Optionsschein gleich doppelt. Ja, einmal aufgrund der fallenden Kurse und darüber hinaus auch fallende Kurse gehen eigentlich immer einher mit steigender Volatilität. Das heißt, steigende Volatilität und fallende Kurse führen zu einem richtigen Katalysator, zum Beispiel bei einem Put-Optionsschein. Also eine ganz interessante Geschichte im Augenblick, solltet ihr auf jeden Fall die Chance mal nutzen. Zumal ja auch die Volatilität in den kommenden Monaten höher erwartet wird. Das hier ist die Volatilitätskurve oder die VIX Future Term Structure Kurve. Ihr seht es deutlich, die professionellen Marktteilnehmer rechnen in den kommenden Monaten mit einer steigenden Volatilität an den Märkten. Ganz wichtig zu wissen, dass das im Augenblick eigentlich eine Ausnahmesituation ist. Ja, genau, aber genau, guter Hinweis eben, aber es kommt eben noch nicht so richtig hier auch zu Schwächesignalen. Ja. Ich habe es ja gesagt, es gibt hier verschiedene Indikatoren, wie zum Beispiel den VIX oder die Industriemetalle, die schwach sind, aber die Börsen fallen noch nicht so richtig. Ja. Sie halten sich noch sehr robust da oben und deshalb sage ich eben auch, es macht noch keinen Sinn, aktiv und nur Short zu spielen, ja, sondern zumindest mal so ein bisschen Risiken langsam rausnehmen. Das kann nicht schaden. Ja, langsam Buchgewinne realisieren, aber nicht jetzt hier aggressiv auf die Short-Seite zu wechseln. Denn eins ist ganz klar, der übergeordnete und damit maßgebliche Trend bei allen wichtigen Aktienindizes, der steigt weiter und zeigt weiter nach oben.
Ja, das heißt also, der wesentliche Trend ist aufwärts gerichtet. Die Wahrscheinlichkeit für steigende Kurse in den kommenden Wochen ist daher noch leicht höher, als dass es jetzt zu einer Korrektur kommt. Wir haben keine klaren Signale, dass es wirklich auch zu fallenden Kursen kommt. Deshalb nur eine Adjustierung im Depot vornehmen und nicht aggressiv jetzt schon auf die Short-Seite wechseln. Gut, gucken wir uns mal eben hier noch ein paar Folien an, die ich mitgebracht hatte. Einmal hier die Länge zum Beispiel von Bullenmärkten. Ja, wir sind jetzt hier im Jahr 8 beim DAX. Das ist ja auch ordentlich. Sowas haben wir in der Vergangenheit noch nie gesehen. Es gibt den DAX natürlich auch noch nicht so lange. Beim S&P 500, die sieht ein bisschen anders aus. Da haben wir jetzt so einen starken Aufwärtszyklus wie zuletzt 1982 bis 1990. Damals endete der. Jetzt kann man sagen, naja, so einen langen Zyklus gab es noch nie, also muss jetzt auch Schluss sein. Ist ein bisschen einfach gerechnet. So kann man sich das natürlich auch nicht zurechtlegen. Es gibt auch immer wieder Phasen, dass die Märkte einfach weiter steigen. Ja. Und so lange es nicht zu einem überbordenden Euphorie kommt, ist immer noch so ein bisschen Skepsis im Markt drin. Und wir haben ja auch Skepsis, gerade im amerikanischen Markt, der ja wahnsinnig teuer bewertet ist, wo ja auch Kapital abgeflossen ist. Das hat ja auch die Fondsmanager-Umfrage gezeigt. Aber solange so ein bisschen Skepsis drin ist, spricht das eigentlich dagegen, dass wir eine größere Korrektur erstmal sehen. Hier nochmal kurze Auswertung der amerikanischen Berichtssaison, nur schnell drauf geschaut, sieht weiterhin eigentlich sehr robust aus, was wir hier sehen. Die Umsätze liegen über den Erwartungen und auch die Gewinne liegen größtenteils über den Erwartungen, also hier oben Earnings and Revenues, also die Umsätze und die Gewinne. 64% positive Quote, 65,3% sogar bei den Umsätzen. Die Umsätze, die positive Überraschungsquote bei den Umsätzen liegt also über der Überraschungsquote bei den Gewinnen. Das haben wir in den USA seit dem zweiten Quartal 2014 nicht mehr gesehen. Ist also soweit schon mal ein ganz gutes Signal, was von der amerikanischen Berichtssaison im Augenblick kommt. Wird es jetzt interessant sein, ob das Ganze auch fortgeschrieben wird für die Zukunft? Beim DAX ebenfalls überwiegend erfreulich das Bild. Gewinnwachstum von rund 27%. Gut zwei Drittel haben die Prognosen auch soweit übertroffen. Positiv gesehen hier gute 60%. Der Ausblick ist eher noch ein bisschen neutral verhalten. Also auch hier kein großer Optimismus im Augenblick gegeben. Aber das sieht soweit schon mal ganz konstruktiv aus. Dann habe ich noch kleine statistische Auswertung für die Freunde unter euch, die gerne die US-Märkte handeln. Einfach mal dargestellt, wie stark klettert der S&P 500 zum Beispiel an verschiedenen Wochentagen. Da ist der Dienstag hier als klassischer Turnaround Tuesday, ja auch bekannt, eigentlich der Tag mit der höchsten Quote. Ja, 0,16% liegt da meistens zu. Auch der Mittwoch ist meistens noch positiv. Der Donnerstag relativ schwach seit Jahresbeginn, beziehungsweise hier seit der Wahl, also 6 Monate zurück, der Freitag, naja, so durchwachsen insgesamt. Ja. Das wird darauf auch zu achten sein, wie entwickeln sich die Märkte an einem Freitag. Das heißt also, gehen Investoren bewusst vor einem Wochenende Risiken ein. Ja. Wenn die Märkte an einem Freitag stark sind, dann zeugt das eigentlich von Optimismus, denn ich gehe ja nur dann rein, wenn ich erwarte, dass es am Wochenende keine Hiobsmeldungen gibt und wenn ich erwarte, dass die Kurse zu Beginn der kommenden Woche weiter steigen. Also behaltet immer auch so die Performance an einem Freitag im Blick, gibt einen ganz guten Hinweis eben dann auch zum Sentiment. Das funktioniert bei Investmentindizes, funktioniert natürlich auch beim DAX relativ gut. Ja, hier ein kleines weiteres Warnsignal, wie gesagt, nur ein Mosaik. Anzahl der Aktien im S&P 500 über ihrer 100-Tage-Linie. Der S&P steht auf Rekord, aber ihr seht es hier. Beim ersten Rekordversuch Ende Februar hatten noch mehr als 80% der Aktien ihre 100-Tage-Linie behauptet. Jetzt sind es nur noch 60%. Das heißt, die Marktbreite hier geht zurück. Das gilt sowohl mittelfristig als auch langfristig. Anzahl der Aktien über ihrer 200-Tage-Linie ebenfalls die Quote leicht rückläufig. Heißt nichts anderes, die Marktbreite geht zurück. Die Index-Schwergewichte halten im Augenblick die Kurse noch oben. Aber aus den kleineren Werten wird schon Kapital abgezogen. Und das ist gerade in den USA auch sehr schön zu beobachten beim S&P 500. Da haben wir ja die Tatsache, dass das Gewicht der 10 größten Konzerne im S&P in den vergangenen Jahren ja stetig gestiegen ist. Und wir sind jetzt hier inzwischen schon bei 20%
angekommen. Also dazu zählten Apple, Microsoft, Amazon, Facebook, Berkshire Hathaway, ist das noch ExxonMobil, Johnson & Johnson, JP Morgan, Alphabet, General Electric. Das sind die Top 10, die vereinen inzwischen 20% Gewichtung. Macht natürlich dann auch den ganzen Index etwas anfälliger für eine mögliche Korrektur, denn wenn einer dieser Dickschiffe in Schieflage kommt, dann schlägt das auch schon sehr stark dann auch auf den Gesamtmarkt durch. Ist im Augenblick noch nicht auf einem kritischen Niveau, aber diese Konzentration eben der Schwergewichte immer wieder interessant. Übrigens für Leute von euch, die sich mit dem Schweizer Aktienmarkt beschäftigen, der SMI zum Beispiel wird ja auch im Herbst bei der Gewichtung neu angepasst, weil er hier auch die drei Schwergewichte zwischenzeitlich rund 66% Gewichtung ausmachen beim SMI. Und die will man jetzt kappen auf maximal 18%. Ja, gibt es ganz offenbar Handlungsbedarf. Naja, ob die 18% dann den großen Unterschied machen, ich wage es mal zu bezweifeln. Gucken wir uns mal noch einen US-Wert an, habe ich mitgebracht. Hatte. Apple ist ja in aller Munde im Augenblick. Unglaublich, was da im Augenblick ja, schon für aufgerufen wird für die Aktie. Ist das erste Unternehmen, das 800 Milliarden Dollar an Börsenwert jetzt übertroffen hat. Wenn man das mal vergleicht, ja, 800 Milliarden Dollar entspricht übrigens dem Bruttoinlandsprodukt der Niederländer. Also das, was 17 Millionen Niederländer erwirtschaften im ganzen Jahr, das bringt Apple im Augenblick auf die Börsenwaage. Oder man könnte auch sagen, Apple ist 10-mal so schwer wie der gesamte Tech-DAX und dazu dann nochmal zweimal, genau, 10-mal der Tech-DAX oder 2-mal den MDAX, der kommt auf ungefähr 360 Milliarden Euro und noch einmal den Tech-DAX obendrauf. Das allein für die schwerste Aktie der Welt. Lass ich mal so im Raum stehen. So, dass hier natürlich viel Fantasie schon eingepreist ist, wird natürlich auf der Hand liegen. Ich gehe auch weiter davon aus, dass wir hier langsam mal oben angekommen sind, vielleicht mit die 155 oder 160. Aber hier so ein paar Taktgeber, ne? 6,5% Differenz zur 21-Tage-Linie ist schon sehr viel. Die Aktie ist im Jahresvergleich um 66% gestiegen. Das zeigt hier unten diese Grafik an. Und so ein Anstieg von 66% innerhalb von 12 Monaten, ihr seht es, war in der Vergangenheit eigentlich auch schon mal so ein Niveau, wo man sagte, ja, jetzt ist auch mal wieder gut. Ja. Das haben wir Anfang 2015 gesehen und da so eine Top-Bewegungsphase ausgebildet. Das haben wir hier dann auch in 2012, 2013 gesehen. Also wenn die Apple-Aktie innerhalb von 12 Monaten um gut 65-70% zulegt, dann war es das erstmal eigentlich gewesen. Und ich frage mich, was soll denn hier auch noch kommen, weil letztlich ja die iPhone-Fantasie dürfte doch mal mehr oder weniger jetzt schon eingepreist sein. Also auch hier Tenor letztlich mal langsam Gewinne mitnehmen, das kann auf keinen Fall schaden. Ist ja sehr gut gelaufen, die Aktie. Gut, kommen wir auf den DAX zu sprechen. Waren ja auch ein paar Fragen gewesen, die gerade reingekommen sind. Also hier ja, nur schwache Gewinnmitnahmen zuletzt, hier in der Xetra-Indikation. Wir haben eine Trendbeschleunigung und einen Ausbruch aus diesem Aufwärtskanal gesehen, muss ich zugegebenermaßen sagen, hätte ich so nicht erwartet, dass wir das ja auch nochmal jetzt tatsächlich sehen, weil ja, Macron und so weiter war doch eigentlich klar gewesen, dass er gewinnt. Pendeln uns jetzt hier oben so ein bisschen ein, heute ja, so ein kleiner Charakter eines vielleicht Spinning Tops oder ein abgewandelter Doji, diese heutige Tageskerze zeichnet so ein bisschen von Unsicherheit, die jetzt aufkommt, so knapp unter der 13.000, will man dann doch nicht noch größere Positionen eingehen. Handelsvolumen ging ein bisschen zurück. Ja, der Markt insgesamt hat jetzt aus technischer Sicht eigentlich keine wirklichen Widerstände mehr vor sich. Ne? Er hat jetzt diesen Aufwärtskanal nach oben sogar noch verlassen. Das heißt, wenn ich jetzt nur noch mit reiner Charttechnik arbeiten würde, dann käme ich hier nicht mehr zu einem brauchbaren Ergebnis. Da muss man jetzt andere Wege nehmen. Man könnte noch alternativ, das bietet sich im Augenblick vielleicht noch an, hier zum Beispiel verschiedene Hochpunkte miteinander verbinden, aber das wirkt für mich dann langsam etwas konstruiert, muss ich sagen. Also wenn ich die zum Beispiel jetzt hier so einzeichnen würde, dann habe ich immer noch eine Parallellinie gegeben zu den Tiefpunkten hier unten. Aber ihr seht schon, es gibt nur so zwei Auflagepunkte, es gibt eine große zeitliche Differenz dazwischen, das passt nicht mehr so richtig. Wären im Augenblick 12.780 Punkte dann das Maximalpotenzial, was hier gegeben wäre.
Ich gehe mal davon aus, dass wir so langsam mal oben angekommen sind, zumal ja auch der Abstand zur 21-Tage-Linie mit rund 3,5% auch schon inzwischen ganz gut ist. Ab 4%, 4,5% wird es dann wirklich kritisch. Dann ist auf jeden Fall mal der Zeitpunkt gegeben, dass man sich verabschieden sollte aus dem Markt. Also insgesamt das Chance-Risiko-Verhältnis ist jetzt denkbar schlecht. Ja, jetzt, wer jetzt noch neu einsteigt, der geht hier ein sehr, sehr großes Risiko ein. Der Markt befindet sich relativ weit bei der 21-Tage-Linie. Er ist sehr stark auch gestiegen in den vergangenen Tagen. Und worauf ich vor allen Dingen zu sprechen kommen möchte, ist der Umstand, dass wir hier eine große Aufwärtslücke noch haben. Ja, der Bereich hier zwischen 12.100 und 12.290 Punkten, das ist eine relativ große Aufwärtslücke, die wir gesehen haben. Und das Interessante ist ja eben, diese Lücken, die haben wir seit Jahresbeginn ja schon häufiger mal gesehen. Ja. Ich zeichne hier einfach mal beispielhaft eine ein. Da gab es eine kleine Aufwärtslücke. Wir hatten hier auch eine Aufwärtslücke. Der DAX hat noch ein paar mehr Aufwärtslücken gezeigt. Das Interessante ist, dass diese Lücken eigentlich innerhalb von, sagen wir mal, 1 bis 3 Wochen immer geschlossen wurden. So, und seit Jahresbeginn wurde also jede Kurslücke geschlossen. Das heißt jetzt nicht zwingend, dass auch diese Kurslücke geschlossen wird, aber es besteht zumindest mal so ein bisschen die Tendenz dazu, dass wir die Kurslücke nochmal schließen. Das wäre übrigens auch gar nicht mal so dramatisch, denn ein Rücklauf hier bis in den Bereich von 12.100 Punkten entspricht nichts anderes als einem Anlauf der unteren Begrenzung dieses Aufwärtskanals, hier dieser grün gestrichelten Linie. Und das wäre eine Korrektur von rund knapp 5% ausgehend vom aktuellen Niveau. Also vollkommen gesund letztlich. Sollte man sich zumindest mal mit anfreuen, dass das kommt, ja, dass das jetzt in den kommenden Wochen doch mal langsam der Fall sein sollte. Zugegebenermaßen, der Trend ist sehr, sehr stark. Es kann auch weiter nach oben gehen. Ist jetzt ein bisschen unbefriedigend, aber ich kann euch sagen, es gibt im Augenblick keinen richtigen, ja, wie soll ich sagen, meine Meinung oder einen Ansatz, wo man sagen kann, also der Markt steigt oder fällt jetzt auf jeden Fall. Es gibt zu viele Einflussfaktoren, die im Augenblick das auslösen könnten. Denn vor allen Dingen, es gibt jetzt auch sehr hohe Buchgewinne schon bei vielen Investoren, die sich sagen, naja, also der Markt ist jetzt schon so gut gelaufen. Ich habe jetzt innerhalb von 4 Monaten eine Performance erzielt, die der DAX eigentlich im langfristigen Durchschnitt macht. Ja, also 9% ungefähr, 8,5, 9%, das haben wir jetzt schon. Und da wird es jetzt einfach auch dann mal Zeit, dass wir da vielleicht mal etwas die Luft rauslassen, zumindest mal im kurzfristigen Bereich. So, kommen wir zu ein paar Charts noch zu sprechen, also Einzelwerten wollte ich hier noch mal vorstellen. Commerzbank ist ja heute auch rausgekommen mit ein paar Zahlen, die lagen insgesamt über den Erwartungen, also die Gewinnschätzungen der Analysten deutlich übertroffen. Soweit eigentlich bei der Commerzbank alles im Lot. Nach wie vor 2017, weiß jeder, der die Aktien hat, wird ein Übergangsjahr. Das ist gekennzeichnet natürlich durch hohe Kosten. Konzernumbau ist angesagt, privaten Firmenkundengeschäft, dann Digitalisierung. Das wird die Bank 2017, 2018 wohl einen Milliardenbetrag kosten. Ergebnismäßig sind daher keine großen Überraschungen eigentlich zu erwarten, was auch im Hinblick auf die Dividende gilt. Was ein bisschen nachdenklich stimmt, ist, dass eigentlich aufgrund des Niedrigzinsumfeldes natürlich ja, die Margen etwas unter Druck sind, aber wenn die Konjunktur so gut läuft, das Firmenkundengeschäft kommt nicht so richtig in die Spur. Kernkapitalquote ist aber bei der Commerzbank sehr robust, 12,5% im Augenblick. Das ist ein ganz ordentlicher Wert. Ihr seht es hier insgesamt, der Trend zeigt auch nach oben. Sieht im Augenblick auch ein bisschen besser aus von der Technik her im Vergleich zur Deutschen Bank. Deutsche Bank konsolidiert hier ja noch seitwärts in so einer Range im Augenblick. 14,90 bis ungefähr 17,80. Also Deutsche Bank hier so ungefähr, ja, pendelt so ein bisschen um die Marke von 16 Euro seitwärts, während wir hier bei der Commerzbank doch mehr Aufwärtsdynamik haben. Auch hier durchaus mit solchen Aufwärtslücken, also die auch von erhöhtem Volumen begleitet werden. Ja, ein wichtiges Signal. Und diese Serie, die wir jetzt hier haben von steigenden Hoch- und Tiefpunkten, ist doch mal eine ganz ordentliche Ausgangsbasis, die hier jetzt gelegt wurde. Daraus kann sich nämlich dann auch ein veritabler Aufwärtskanal entwickeln, wie wir hier jetzt in den vergangenen Monaten schon mal gesehen haben.
zeichne den hier gerade nochmal ein. So, lässt uns im Augenblick etwas Spielraum bis ungefähr 10,12 Euro. Darüber dann 10,80 Euro so als nächste Marke. Und man darf auch nicht vergessen, die Commerzbank ist im Augenblick im Ranking der Performance, also im Performance-Ranking der DAX-Aktien auf dem 3. Platz. Ja, also ist eine Aktie, die in den ersten 4 Monaten schon sehr gut gelaufen ist. Und es ist meistens so, dass die Werte, die so im ersten Quartal oder so im ersten Halbjahr sich gut entwickeln, auch meistens im Gesamtjahr eigentlich sich ganz erfreulich performen. 200-Tage-Linie ist auch wieder steigend. Also auch langfristig sieht soweit ganz gut aus. Muss man jetzt auch nicht zwingend rein, aber sollte man sich für den Fall einer Korrektur zumindest mal auf den Beobachtungsliste setzen, unterstützt den Augenblick 8,65, 7,90 Euro auf der Unterseite mit dem Trendkanal. Wie gesagt, kurzfristig ein bisschen überhitzt, auch wie mit der Differenz zur 21-Tage-Linie mit 11%. Deshalb dürfte es jetzt hier auf Blick von nochmal 1, 2 Wochen immer zu einer Korrektur kommen. Aber wenn die Aktie hier unten nochmal ist, dann ist das durchaus wieder ein interessanteres Chance-Risiko-Verhältnis. Gap schließen, genau, eben. Kurslücke gibt es hier eben auch noch bei der Commerzbank-Aktie. Wäre also nicht überraschend, wenn wir hier nochmal einen Rücklauf sehen, so in dem Bereich von 8 Euro, 8,20 Euro, da durchaus mal auf die Lauer legen. Ganz interessant im Augenblick. Dann haben wir noch Volkswagen, sind ja auch diese Woche mit Zahlen rausgekommen, endgültige in dem Fall. Sieht ebenfalls nicht schlecht aus, Gewinnschätzungen der Analysten deutlich gestiegen. Sind sie in den vergangenen Monaten. Ich gucke mir ja immer so die Konsensbilder an von den größten, wo die meisten Analysten ihre Meinung auch abgeben. Ich stelle das mal eben in die Chatbox rein, da hat man eigentlich auch einen guten Überblick dann. Wie sind denn im Augenblick so die Analysten ausgerichtet bei den einzelnen Werten? Ganz interessant hier, Volkswagen ist die auf Basis des 2018er KGVs günstigste Aktie im DAX. KGV 6 liegt deutlich unter dem langfristigen Durchschnitt. Das liegt bei Volkswagen ungefähr bei rund 14 anzusiedeln. Also ein Abschlag von mehr als 50% auf den langfristigen KGV-Durchschnitt. Und die Volkswagen-Aktie ist günstiger als zum Beispiel BMW oder auch Daimler. Und zieht natürlich auch die gesamte DAX-Bewertung nach unten. Das hatte ich euch ja auch schon mal gezeigt. Also die Übersicht hier zeigt sehr schön, wo wir im Augenblick bei den Zyklikern schon relativ hohe DAX-KGV-Stände haben, wo es noch günstig ist. VW ist, wie gesagt, die günstigste Aktie im DAX, wenn man sich den KGV betrachtet. Ja, die jüngste Bilanz, die rausgekommen ist, war soweit ganz solide gewesen. Umbauprogramm Zukunftspakt zeigt schon erste Erfolge. Renditeschwache Kernmarke VW im ersten Quartal, Betriebsgewinn verzehnfacht auf knapp 900 Millionen Euro. Rendite von 0,3% auf 4,6% nach oben gegangen. Natürlich wartet jetzt noch sehr viel Arbeit darauf. Ne? Operative Rendite 2017 soll das Ende, obere Ende erreichen, 2,5 bis 3,5%. Jetzt ist die Frage, wir haben natürlich hohe Kosten auch bei VW, ne? Für die Ziele 2019, 2020, ob wir dann hier wirklich auch schon 4% zum Beispiel sehen bei der Rendite. 2025 sollen es 6% werden. Aber vor dem Hintergrund, naja, es gibt ja auch in der Autobranche einige Herausforderungen. Ich sage jetzt hier ganz bewusst nicht den Abgasskandal, da fokussieren sich noch die Massenmedien drauf, das ist an der Börse eigentlich so kein Thema mehr. Der Blick ist hier Richtung Zukunft gerichtet. Was macht Tesla? Könnten die zur Bedrohung werden für VW? Hat VW überhaupt genügend Kapazitäten, um auch bei der Elektromobilität wieder einen ordentlichen Sprung nach vorne zu machen? Hier darf man jetzt sich wirklich nicht den Luxus erlauben, abgehängt zu werden, denn das ist letztlich die Zukunft. Insgesamt aber die Aktien noch sehr interessant. Auch hier sollte es zu einer Marktkorrektur kommen. Achtet so ein bisschen zum Beispiel auf einen Rücklauf an die 200-Tage-Linie, hier in Violett dargestellt. Hat sehr gut gehalten zuletzt im Bereich der 130. Dann haben wir hier noch die Aufwärtstrendlinie bei 125 Euro. Das stellt insgesamt eigentlich eine sehr robuste, gute Unterstützung dar. Ne? Also die Kombination hier aus Aufwärtstrend und steigender 200-Tage-Linien, Rücklauf daran, würde ich sehr interessant finden, die Aktie hier dann noch einmal genauer unter die Lupe zu nehmen. Das ist dann durchaus eine interessante Geschichte. Vielleicht auch mit Seitwärtsprodukten kann man das natürlich spielen. Ebenfalls eine ganz interessante Option. Aber VW sicherlich einer der spekulativeren, aber damit auch chancenreicheren Turnaround-Wetten, die wir im Augenblick
bei den DAX-Aktien sehen. Was wir sonst noch heute reinbekommen haben, Kali- und Salz-Zahlen waren auch noch gewesen. Soweit eigentlich ganz okay. Ja, die Aktie selbst kommt gerade die Frage, finde ich eher weniger spannend, wenn man sich jetzt die Charttechnik hier anschaut. Kali und Salz ist in einem Konsolidierungsmuster gefangen, hat keine relative Stärke oder relative Schwäche, daher nicht besonders im Augenblick von der Dynamik her zu bewerten. Unterstützt bei 2030, 2060. Oberseite hier allerdings auch so ein paar Barrieren haben wir so im Bereich der 24 Euro, der 27 Euro. Also Kali und Salz finde ich jetzt nicht ein Wert, den man unbedingt haben muss. Dann noch eine Frage zu SAP. Ja, einer der Werte im DAX, die ja auf Rekord sind in 2017, die auch immer weiter steigen, hier wie an der Schnur gezogen nach oben. Schön, und was hier auch sehr gut funktioniert bei SAP ist die 21-Tage-Linie. Natürlich kann man auch hier diese Aufwärtsbewegung versuchen, in einen Kanal so ein bisschen einzugrenzen. Und ihr seht es, auch das funktioniert bei SAP relativ gut. Verschiedene Hochpunkte und Tiefpunkte lassen sich hier zu einem Aufwärtskanal zusammenfassen und ja, führen eben dazu, dass man hier eigentlich relativ gute Unterstützungen hat. Bei 92,30 € SAP im Augenblick ganz gut unterstützt. Im Rahmen des Monatsdurchschnitts, also ein Rücklauf an den Monatsdurchschnitt und somit die Kombination aus 21-Tage-Linie und Untergrenze des Aufwärtskanals, bietet derzeit eine gute Einstiegsgelegenheit an, sollte es noch einmal dazu kommen. Ansonsten Zielbereich möglich 97 Euro im Augenblick, das wäre die Oberseite dieses Aufwärtskanals. SAP, einer der trendstärksten Aktien im DAX, sollte man sich auf jeden Fall auch mal mit auf die Liste nehmen, wer hier noch investiert ist. Weiter würde ich mal sagen, dabei bleiben, denn die relative Stärke ist sehr, sehr hoch. Noch keine Schwächesignale im Augenblick zu sehen. Von daher finde ich den Wert eigentlich auch ganz interessant. Für Neueinsteiger, naja, Hinweis auf den Gesamtmarkt ist im Augenblick eher schwierig. Ja. Dann sollte man vielleicht etwas zurückstellen, ob das im Augenblick so sinnvoll ist. Lassen wir mal dahingestellt. Aber soweit ganz gut. Wie gesagt, unterstützt hier an der 21-Tage-Linie, sollte laufen. Ich gucke in die Fragenbox rein. Lufthansa wäre die günstigste Aktie nach KGV. Ja, hängt immer so ein bisschen zusammen. Ich stelle es mal hier nochmal in die Übersicht ein. KGV Lufthansa im Augenblick auch noch sehr, sehr günstig natürlich. Hier haben wir sie mit 6,4, also 6,4er KGV 2018 oder 5,9. Das gibt sich jetzt nicht so viel. Hängt ja auch immer darauf an, welche Umfragen, welche Gewinnschätzungen fließen hier alle mit ein. Also ich weiß, dass hier relativ viele mit einfließen, also relativ breite Konsensmeinungen hier abgebildet wird. Von daher, ich arbeite sehr gerne mit den Daten der Börsenzeitung für einen breiten Marktüberblick. Aber natürlich, wenn ich andere Gewinnschätzungen unterstelle für 2018, dann bekomme ich hier natürlich auch andere Werte. Ja, das ist immer so ein bisschen. Aber wenn jetzt nur einer zum Beispiel so eine Prognose abgeht, dann weiß ich nicht, wie tickt der ganze Markt. Deswegen nehme ich hier gerne solche breiteren Konsensschätzungen, zum Beispiel von der deutschen Börse, kann man sich das Ganze auch nochmal auf- und absteigend sortieren lassen. Günstigste Aktien ganz unten heißt nicht zwingend, dass die auch attraktiv sind. Ne? Man kann das Ganze nämlich auch anders auslegen. Naja, die Aktien sind eigentlich KGV-mäßig so günstig bewertet, dennoch will sie niemand haben. Hängt damit zusammen, dass die Skepsis einfach am Geschäftsmodell sehr groß ist und ja, deshalb es da nicht zu höheren KGV-Bewertungen kommt. Auf der anderen Seite haben wir hier eine Beiersdorf, das ist die teuerste Aktie in Sachsen mit KGV 26. Da sagt man erstmal Finger weg, Hilfe. Viel zu teuer, aber Achtung, 10-Jahres-Durchschnitt zum Beispiel von Beiersdorf liegt bei 25. Ja, also die ist nur leicht über ihrem langfristigen Durchschnitt. Ja, bei Adidas sieht die Geschichte anders aus mit dem KGV von 25, SAP. Hatten wir ja gerade gesprochen, KGV 20. Ich gucke gerade im 10-Jahres-Durchschnitt haben wir hier eins von 19. Also ist auch so leicht über dem langfristigen Durchschnitt anzusiedeln im Augenblick. Also ganz interessante Geschichte. Bewertungen spielen ja im Augenblick eine große Rolle und deshalb gab es ja auch diese massiven Kapitalströme von den US-Indizes zum Beispiel und von den amerikanischen Aktienmärkten in Richtung Europa, weil einfach der DAX mit dem KGV ja ungefähr von 14 noch deutlich günstiger ist jetzt als zum Beispiel ja, ein S&P 500, wo wir ein KGV von 18 haben. Ne? Und dann geht man natürlich eher in Richtung Europa, wo ja jetzt auch die politischen Risiken
schon deutlich abgenommen haben auch. Also ganz wichtig, auch da immer so ein bisschen auf die Bewertungsschiene mal zu achten. Da kann man sich ja keinen Fehler mitmachen. So, gucken wir noch mal eben rein, was hier an Fragen reingekommen sind zu einzelnen Werten. Ja, Eon ist heute noch reingekommen, natürlich auch mit Zahlen. Ja, Gewinne sind weggegangen, hat man nicht anders erwartet. Quartalsgewinn nahezu halbiert, lag auch leicht unter den Analystenschätzungen, die reingekommen sind. Belastungsfaktoren würden sich allerdings im Jahresverlauf ein bisschen ausgleichen, war hier so die Hoffnung gewesen, die man bei Eon geschürt hat. Uniper, die Tochter Uniper, läuft so ein bisschen besser im Augenblick bei denen. Also sicherlich auch mal hier in die zweite Reihe reinschauen. Ich gucke mal gerade hier, dass wir noch den Chart von Eon haben. Eon ja so ein bisschen in der Seitwärtsspanne im Augenblick noch gefangen. Seht ihr hier sehr schön. Na, jetzt sind wir wieder runtergesprungen. So, da haben wir die Eon. Ja, heute Umsatz kräftig angestiegen, stärkste DAX-Aktie hier. Allerdings noch kein klares Kaufsignal im Augenblick vorliegend. 7,40 Euro ist hier oben so ein kleiner Widerstand drin. Liegt noch nicht im Augenblick wirklich klar vor, dass man jetzt hier reingehen sollte, übergeordnete Trend und noch leicht negativ einzuschätzen. Sollte aber die Aktie hier natürlich diesen bisherigen Verkaufsbereich überwinden, dann ist das ein klares, starkes Signal in Richtung dann, sage ich mal, mindestens 7,80 Euro könnten wir dann erreichen. Das ist im Augenblick die Obergrenze des Prognosekorridors. Nach unten hin unterstützt im Bereich 6,70, 6,90 ungefähr. Aber wie gesagt, im Augenblick eher noch seitwärts gerichtet, was das angeht. So, dann gucke ich mal eben noch rein, und zwar hier noch RWE bevorzugen, sagen einige. Richtig, wenn ich jetzt den Vergleich machen würde zwischen RWE und Eon, würde ich auch RWE bevorzugen. RWE die stärkste DAX-Aktie seit Jahresbeginn. Und hier habt ihr auch einen sauberen Trend. Ist jetzt ein bisschen in eine Konsolidierungsbewegung übergegangen. Aber wenn man jetzt die Wahl hätte und investieren müsste, Eon oder RWE, dann sieht man hier das Bild bei RWE im Augenblick etwas konstruktiver aus. Ja, die konsolidiert jetzt etwas seitwärts, aber insgesamt ist hier der Trend sauberer zu bezeichnen. Aber beide Versorger könnten sich auch als Überraschung für 2017 erweisen. Sind wie gesagt schon sehr gut auch gestartet jetzt in den ersten 4 Monaten. Und wie ich ja schon sagte, Aktien, die in den ersten Monaten sehr gut laufen, haben so eine Tendenz dazu, dass es auch im gesamten Jahr eigentlich relativ gut dann läuft. Den Tracker-Link durchgeben. Welchen Tracker-Link? Da fragte gerade jemand nach einem Tracker-Link. Falls da nochmal Info besteht, einfach nochmal reinschreiben, welcher Tracker-Link da gemeint war. Ja, das war es soweit ansonsten mal gewesen zum heutigen Ausblick. Ich glaube, nächste Woche werde ich mich mal so ein bisschen mit kleineren Handelsstrategien auch beschäftigen. Ich habe da zum Beispiel eine ganz einfache Strategie mit einer Gewinnquote von knapp 90% auf dem DAX, die wollte ich euch dann mal vorstellen. Die werden wir mal zusammen hier auch durchrechnen, dass ihr euch das auch mal direkt seht. Also so ein bisschen professioneller nächste Woche mal ausgerichtet, sofern die Märkte hier nicht in größeren Turbulenzen kommen. Wollen wir uns also mal mit dem Thema strategische Analysen beschäftigen, Handelssysteme, wie kann man auch als Privatanleger zum Beispiel mit sehr einfachen Ansätzen vor allen Dingen ja die Durchschnittsperformance nach oben nehmen. Ne? Uns davon also auch mal mit dem Thema dann mal ein bisschen stärker beschäftigen. Hier ansonsten nochmal die Orientierungsmarken. ATX im Augenblick an der Oberseite des Aufwärtskanals angekommen, kommt gerade die Frage, wäre ich jetzt auch langsam etwas vorsichtig. S&P, wie gesagt, 2400 stehen jetzt zur Disposition. Euro-US-Dollar 1,08 nach unten hin unterstützt, 1,10, 30, 1,11 Oberseite, Bund Future pendelt seitwärts. Gold versucht sich im Augenblick an einer Stabilisierung. Gehe ich mal davon aus, werden wir auch noch die 1195, 1200 vielleicht nochmal anlaufen, ja, bevor wir dann hier auch mal wieder eine Erholung sehen. Ist im Augenblick noch nicht wirklich stark überverkauft. Ja, das wird die Ausgangslage. Also achtet weiter auf die Industriemetalle, die Rohstoffe. Wer nicht einzelne Rohstoffe sich anschauen will, guckt einfach auf den Austral-Dollar.
Australdollar gegenüber US-Dollar zum Beispiel. Öl, wie gesagt, eine spannende Wette Ende Mai mit dem OPEC-Meeting, aber dann sind auch maximal nur 10 bis 15%, also 15% ungefähr drin, denn nach oben hin kommt wieder die amerikanische Fracking-Industrie und reibt sich die Hände. DAX langsam mal ausgereizt sehe ich ihn oben, ein bisschen Potenzial vielleicht noch vorhanden, aber die Risiken nehmen jetzt Oberhand, achtet da auf die Aufwärtslücke. Ansonsten, ja, soll es das gewesen sein. Kommen noch ein paar Bilanzen diese Woche auch noch rein. Insgesamt die Berichtssaison auf beiden Seiten des Atlantiks sehr robust. Aber wie gesagt, ja, saisonal schwierige Phase, die jetzt bevorsteht, aber dazu dann mehr in der kommenden Woche. Und jetzt nochmal der Hinweis auf den Sektor-Tracker. Genau, der war wohl gemeint gewesen. Kann ich gerne nochmal aufrufen. Also das hier oben ist der Sektor-Tracker gewesen. Stelle ich in die Chatbox nochmal rein, den Link, den wollte ich noch haben. Der sollte also jetzt auch zur Verfügung stehen und da könnt ihr dann auch mal ein bisschen mitspielen. Ansonsten erfolgreiche Woche und dann bis zum nächsten Dienstag wieder. Tschüss.